Die letzte Saisonstation des Yamaha R6 Dunlop Cups im Jahr 2012. Das Finale in Hockenheim. Wir sehen es hier, also die 8. Saisonstation des Yamaha R6 Dunlop Cups. Die Entscheidung in der Meisterschaft ist schon gefallen. Jetzt geht es theoretisch nur noch um Rang 2 in der Meisterschaft. Hier haben wir ein paar Streckendaten. 3,692 Kilometer lang. 7 Kurven. 2 mal links, 5 mal rechts. Insgesamt 12 bis 13 Meter Streckenbreite. Aber wir wollen natürlich jetzt draufschauen auf das Duell im Kampf um Rang 2 in diesem Yamaha R6 Dunlop Cup. Denn letzten Endes muss man sagen, Marco Nekwasil, er ist ja Zweiter vor diesem Rennen mit 20 Punkten Vorsprung. Also da sollte an sich nichts mehr schief gehen. Dahinter noch Philipp von Gunten und Marc Buchner, die hätten noch ganz gute Chancen. Jetzt erstmal rein in die Startaufstellung und da sind wir beim Polesetter bei Manu Antweiler. 1:32.892 seine Zeit hier im Training. Also das erste Zeittraining war soweit perfekt. Ich habe den ersten Platz gemacht. Hab 4 Zehntel Vorsprung zum zweiten gehabt und ja, das ist beim zweiten, da konnte ich mich dann nicht mehr verbessern. Da haben wir dann mit dem Fahrwerk noch was ausprobiert und hinten und her gestellt. Und fürs Rennen morgen hoffe ich natürlich, dass es so bleibt, wie es jetzt ist. Und ja, dass ich vorne stehe. Und ich wollte noch am Ende des Jahres mein Team grüßen und meine Mechaniker und wollte nochmal Danke sagen. Rang 2 ging an Marco Nekwasil, also auch den zweiten der Gesamtwertung, 1:33.004. Und wir hören mal bei ihm rein. Am Wochenende war nicht ganz so leicht, die Strecke war für mich unbekannt. Also musste ich mir erst am Freitag erst darauf gewöhnen, ja, die Strecke kennenzulernen. Und war dann auch von Anfang an ziemlich schnell dabei, was mich ziemlich gewundert hat. Normal brauche ich immer ein bisschen, bis ich auf Touren komme, aber diesmal war ich gleich von Anfang an super dabei. Und ja, im Qualifying dann nochmal richtig gepusht und auf dem zweiten Platz letztendlich gefahren. Für morgen habe ich mir viel vorgenommen, will natürlich wieder gewinnen, aber ja, wird sicher ein harter Kampf ums Podium. Muss man abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Von Gunten ist glaube ich 20 Punkte hinter mir, also müsste ich schon ausfallen, mehr gewinnen. Aber ich werde trotzdem alles geben. Soweit Marco Nekwasil, Marc Buchner auf der dritten Position, 1:33.046. Ja, das Training verlief relativ gut. Ich bin schnell geworden und konnte meine Zeit im zweiten Zeittraining noch verbessern und bin so leider damit auf 3 gerutscht von 2. Aber hoffe mir morgen ein gutes Rennen, ein gutes, faires Rennen und wünsche allen viel Spaß. Vor allen Dingen wollte ich noch meinem Team, Fastbike Service, vielen Dank sagen für die gute Unterstützung und für professionelle Auftreten in der Saison. Und meinen Eltern, und meinem Vater, meine Mutter, die mich am Wochenende vertreten können, dass ich hier sein darf. Und dann nochmal vielen Dank. Und die erste Reihe wird komplett gemacht von Philipp von Gunten. 0,334 Sekunden sein Rückstand. Also auch ebenso noch richtig gut vorn dabei. Also das freie Training lief eigentlich ziemlich gut, bis auf einen kleinen Sturz, den ich beim zweiten freien Training gegen den Schluss noch verursacht habe. Dann im Quali, im ersten, bin ich leider am Ende schon wieder gestürzt, aber hat eigentlich nichts gemacht. Dann beim zweiten ging es ein bisschen, bis ich wieder schnelle Rundenzeiten fahren konnte, aber habe dann auf die letzte Runde nochmal Gas gegeben und konnte mich noch auf den vierten Platz verbessern. Und für morgen fürs Rennen wäre natürlich schön nochmal ein Podestplatz als Abschluss. Und ich versuche natürlich den Marc Buchner hinter mir zu behalten, weil er ist ja nur ein Punkt hinter mir, aber es wird bestimmt eine spannende Angelegenheit. Nee, ich glaube, der Marco ist zu weit weg, aber ja, ist natürlich immer alles offen. Soweit die erste Startreihe. Jetzt gehen wir rein in Reihe 2. Benny Merz, er mit der Startnummer 26 auf Position 5, 0,376 Sekunden sein Rückstand. Und hier haben wir Niki Tulli, der seit dem Sachsenring als Gesamtsieger des Yamaha R6 Dunlop Cups feststeht. Für ihn Startposition 6. Julian Puffe, der Schleizer, auf der 7. Position, 0,664 Sekunden sein Rückstand. Damit vor Max Fritsch. Der ist nämlich 8. mit der Startnummer 11, 0,665, also nur eine Tausendstel langsamer als Julian Puffe gewesen. Toni Riedel, die 23, auf Position 9,
Dann haben wir Robert Neubert auf der 10. Position. Wir haben auf Position 11 den Finnen Ville Valtonen. 1,224 sein Rückstand hier im Training. Also wie gesagt, Position 11 Dominik Engelen. Er schließt Reihe 3 ab auf Position 12. 1,268 Sekunden sein Rückstand. Dann die 34 Andreas Klambauer. Er auf Position 13. Nur 24 Runden im Training gefahren. Also da gab es auch welche, die sind beispielsweise Julian Profit 32 Runden gefahren. Patrick Zupancic, die 77 auf Rang 14. Dann haben wir auf der 15 Sebastian Zielinski und auf Position 16 Leto Wiederkehr mit der Startnummer 46. So, dann gehen wir noch rein. Auf Position 17 Florian Fanzelt. Er also mit der 87. Und Alain Bonnet auf Position 18 gewesen, Martin Durdig auf der 19 und Sebastian Frotscher auf der 20. Position hier beim letzten Rennen des Yamaha R6 Dunlop Cups. Insgesamt 15 Runden werden gefahren. Hier haben wir nochmal die Startaufstellung in der Übersicht. Also Manu Anfeiler ganz vorne, Nekwasir, Buchner und Gunten, dann Merz und Tulli. Also das sind eigentlich ja, schon diejenigen auch ganz vorne in der Startaufstellung, die das ganze Jahr über ganz vorne hier dabei waren. Dann Puffe, Fritsch und hier, ja, wir sehen es, insgesamt nur 6 Startreihen und selbst die 6. Reihe ist nicht ganz voll. Also der RX Cup in diesem Jahr doch ein bisschen ausgedünnt durch Verletzungen oder ja, hier und da auch das Geld ausgegangen. Und damit gehen wir rein in dieses letzte Saisonrennen. Manu Anfeiler ganz, ganz vorne, dann Nekwasil, dann haben wir Tulli schon auf der 3. Position hier bei der Einfahrt ins Motodrom. Also Manu Anfeiler gleich mal die Führung hier übernommen, kam da richtig gut weg vom Start, hat den Start also gewonnen. Danny Merz dahinter auf der 4, dann hatten wir Marc Buchner auf der 5. Position und ansonsten kommen sie hier wirklich alle gut durch diese erste Runde. Und insgesamt sind ja hier in dieses letzte Saisonrennen damit insgesamt 23, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 23 Fahrer gestartet. Also da fehlen dann doch einige, die zu Saisonbeginn hier mit dabei waren. Insgesamt 12 Mann müssten das sein, also 35 bzw. 34. Richtigerweise waren es ja zu Saisonbeginn. So, jetzt haben wir dann hier Marc Buchner gesehen, der an Niki Tulli vorbeigegangen ist. Hat sich damit also eine Position nach vorne geschoben. Hier haben wir Zupancic gehabt im Bild, der hier diese Gruppe anführt. Auch Martin Durdig vom Vector Billy KM Racing Team ist da mit dabei, der sich auch, das muss man auch sagen, im Laufe dieser Saison wirklich stetig gesteigert hat. Für ihn die Strecken ja teilweise wirklich komplett neu. Er war hier in Hockenheim vorher testen und das hat man am Wochenende gesehen, kam ganz gut zurecht. So, Tulli. Dann haben wir Danny Merz und dahinter dann wieder Marc Buchner. Also da hat sich's wieder gedreht, vorne Anweiler und Nekwasir. Dann von Gunten hatten wir da im Bild gehabt und hier dann auch noch Klambauer, Dominik Engelen, Reto Wiederkehr und ganz, ganz am Ende des Feldes muss man ja schon fast sagen, Sebastian Frotscher. Sein drittes Jahr Yamaha R6 Dunlop Cup. Es hat bisher nicht zu einem Punkt gereicht. Es soll hier in Hockenheim eigentlich, ja, sollte es dann klappen, aber auch das gestaltete sich etwas schwierig. Trotzdem, er hatte eine Menge Spaß an diesem Rennen. Ist auch so ein ganz, ganz lustiger Vogel, muss man sagen. Und ja, also er macht das Ganze wirklich aus Spaß an der Freude. Wie gesagt, ein Pünktchen zum Abschluss wäre schon eine feine Sache. Niki Tulli vor, Marc Buchner, dann Danny Merz und Philipp von Gunten. Diese Vierergruppe und dahinter dann diese große Gruppe hier, an deren Ende Klambauer da unterwegs ist. Also es kristallisierten sich hier doch einige Kampfgruppen raus. Es war durchaus ansehnlich, dieses Rennen des Yamaha R6 Dunlop Cups. Ja, und ganz, ganz hinten, da haben wir dann die Startnummer 75, das ist Marcin Maleki vom Yamaha-Zentrum Köln. Er dort also am Ende unterwegs. Und hier haben wir noch einen dahinter. Und das ist die 43, Christopher Cotton Russell aus Kanada. Unser kanadischer Starter. Ja, der fährt jetzt hier in die Boxengasse hinein. Also der hat da irgendwelche kleinen Problemchen. Und wir schauen mal,
Ja, er schaut auch mal, und zwar ans Motorrad, was da kaputt ist. Und wir werden es dann allerdings später im Bild sehen. Er ist dann später wieder rausgefahren, also hat das Rennen dann wieder aufgenommen. Sozusagen Motorradrennen mit Boxenstopp. Vorne an der Spitze Manu Anfeiler und Marco Nekrasil, die beiden. Da geht es um den Sieg. Dann Tulli Buchner, Merz von Gunten. Dann haben wir Julian Puffe. Dahinter ist auf dem Weg, seine beste Saisonplatzierung einzufahren, der Schleizer, der ja aufgestiegen ist in diesen Yamaha R6 Dunlop Cup. Also für ihn ist es das erste Jahr auf einer 600er Maschine. Und da hat er sich richtig ordentlich geschlagen. Aber er hat auch im Laufe der Saison mitbekommen, ja, am Anfang ist man relativ schnell und dann so diese letzten 1-2 Sekunden noch zu finden, das wird dann schon etwas schwieriger. Niki Tulli, er war so ein bisschen der Langeweiler in dieser Saison, muss man schon fast sagen, denn er war so souverän im Yamaha 6 Dunlop Cup unterwegs, dass es da wirklich eigentlich keine Frage gab, wer am Ende den Meister werden würde. Also, das war jetzt eigentlich mehr ein Kompliment oder als Kompliment gemeint, dass er der Langeweiler war, denn er hatte den Cup in diesem Jahr wirklich absolut im Griff gehabt, hatte dann ja seine Siegeserie, wo er wirklich eigentlich von Sieg zu Sieg geeilt ist, ganz am Anfang der Saison. Da gab es noch so ein paar Ungereimtheiten, da musste man immer die technische Kontrolle abwarten, dann wurde das Rennergebnis annulliert, Niki Tulli flog aus der Wertung, jetzt ist er übrigens ja auch aus der direkten Spitzengruppe rausgeflogen, also ist da etwas zurückgereicht worden. Ja, und letzten Endes wurde dann ja, der Ausschluss, die Disqualifikation wurde dann wieder aufgehoben nach dem Nürburgring und dann hieß es, okay, jetzt ist er halt dann doch mal Gesamtführender. Und seitdem hat er diese Position nicht mehr abgegeben und letzten Endes den Yamaha 6 Dunlop Cup in diesem Jahr ganz, ganz locker gewonnen. Alain Bonnet gegen Reto Wiederkehr. Alain Bonnet hatte an diesem Wochenende Geburtstag, also auch da nochmal einen herzlichen Glückwunsch an ihn, nachträglich sozusagen. Aber für ihn auch die Saison nicht unbedingt so gelaufen, wie man das erwartet hatte und wie er sich das sicherlich auch ja, gedacht hatte, wie es laufen soll. Also doch etwas hinter den Erwartungen hinterher. Zeigt auch schon die Startposition hier an diesem Wochenende. So, Marc Buchner da direkt an Nekrasil dran, bremst sich da jetzt hier in der Sachskurve vorbei und holt sich damit vorerst mal Position 2 hinter Manu Anfeiler. Nekrasil auf 3, Merz auf 4, Niki Tulli hier auf Position 5 unterwegs. Und insgesamt muss man ja sagen, in der IDM, beziehungsweise Yamaha 6 Dunlop Cup ist ja ein Rahmenprogramm oder ist ja im Rahmenprogramm der IDM. Da wird in diesem Jahr Finish gesprochen. Also, letzten Endes Tatu Lausleto in der IDM Supersport aus Finnland Meister geworden. Dann im Yamaha 6 Dunlop Cup haben wir also Niki Tulli und der IDM Sidecar Adolf Henny mit seinem finnischen Fahrer Pekka Päivärinta Meister geworden. Also insgesamt Finnland ganz groß im Kommen hier in der IDM. So, also 7 von 15 Runden haben wir noch. Toni Riedel mittlerweile nach vorne gefahren in dieser Gruppe hier. Ja, war natürlich auch nochmal, nachdem er den Saisonstart so ein bisschen verpatzt hatte, beziehungsweise ja, unfreiwillig verpatzt hatte, hatte sich ja eine Handverletzung zugezogen zu Saisonbeginn, musste deshalb ja, dann ein paar Rennen auslassen. Aber letzten Endes hat er sich da gut zurückgemeldet. Florian Pfanzelt haben wir hier mal im Bild, die Startnummer 87. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, sich wirklich ja, den Yamaha 6 Dunlop Cup im nächsten Jahr auch wieder zu Gemüte zu führen. Denn es ist wirklich eine richtig tolle Serie mit netten Fahrern, mit einer netten Organisation. Da muss man wirklich sagen, man erlebt im Laufe einer Saison dann doch so viele kleine Geschichten mit. Das ist wirklich eine richtig schöne Angelegenheit. Christopher Cotton Russell hat mal hier nochmal ein Bild gehabt. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Er ist ja in die Box gefahren, hatte Probleme, ist dann allerdings später wieder rausgefahren und jetzt haben wir, wie gesagt, nochmal im